Ja, willkommen zurück bei Demetrios, hier in diesem wunderbaren, schönen Adventure. Heute besuchen wir das Museum. Ich hoffe, ihr habt alle eure wissbegierigen Brillen aufgesetzt, denn wir gehen jetzt erstmal schön ins Museum. Und, oh, da ist schon wieder dieser komische Hase. Niemals. Es ist eine Invasion. Sieh mich nicht an, du gruseliges, süßes Ding. Ja, genau, wir müssen ja mit dem Archäologen sprechen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir hier reinkommen. Ist an dieser Bank nicht irgendwas ein bisschen seltsam? Aber ich weiß nicht genau was. Da ist nicht ein Keks auf jeden Fall. Ich habe jemand Kekse gegessen, während er in der Schlange gestanden hat. Yay, Keks. Was ist denn hier komisch dran? Na gut, was haben wir noch? Einschnitte beim Personal? In diesem Land meinen sie das gewiss wörtlich. Ja, könnte sein. Kurz pinkeln. In 2 Stunden wieder da. Okay. Sieht aus, als würde jemand faulenzen. Wie soll ich ohne ein Ticket reinkommen? Bietet sich hier eine Stelle an? Ich bin eventuell interessiert. Aber ich kann nicht so lange warten. Na gut. Da sind Sachen. Souvenirs. Auch bekannt als Abzocke für Touristen. Ja, das stimmt. Nicht viel Auswahl? Das ist skandalös! Jedes gute Museum muss einen ganzen Raum voll mit diesem Mist haben. Hey, ich habe eine Idee. Ich könnte ein paar meiner Antiquitätenläden aufnehmen. Eins davon wäre der Schlüssel für die Ausgangstür. Man müsste also etwas kaufen, um gehen zu können. Ich muss jetzt nochmal durchgehen, aber ich glaube, da habe ich etwas. Das ist natürlich... Boah. Ja, verpassen Sie keine... Verpassen Sie nicht unsere exklusive Nachttopf-Ausstellung. Boah, Alter. Oh nein! Ich habe sie verpasst. Nein! Man hätte sie sogar testen können. Da gab es einmal etwas Interessantes in einem Museum. Dieser Nachttopf in Form eines Hinters sieht wirklich gemütlich aus. Ich hätte ihn gerne mal ausprobiert. Ja, das Problem ist, also, ich sag mal so, ne? An sich, ne? Der sieht jetzt aus wie so ein Hinter, ne? So richtig schön mit den Pobacken und so, alles gut. Aber, ich stelle mir jetzt vor, man setzt sich nachts, ja? Man merkt so, ich sollte vielleicht aufstehen und aufs Klo gehen oder meinen Nachttopf unterm Bett hervorziehen. So, jetzt hat man so einen Topf, der ist genau für den Arsch passend geformt, ja. Das heißt, man rutscht, während man sich da drauf setzt, ja, rutscht man mit seinem Hintern direkt passend in diese Form, ne. So, bis dahin noch eigentlich nichts Verkehrtes. So, jetzt passiert aber das, was unweigerlich passieren muss mit einem Nachttopf, ja. Dann hat doch das da drin gar keinen Platz mehr, wenn dieser Topf passend auf den Arsch passt. Versteht ihr das? Deswegen finde ich diesen, also den Topf künstlerisch sehr anmutend, ja. Aber diese hier wahrscheinlich praktischer. Meine Meinung. Zu dieser komplexen Nachttopf-Diskussion hier. Ja, aber wenn ihr das anders seht, dann, ne? Oh, hier ist eine Demetrios-Statue. Wer ist dieser dumm aussehende Typ? Statue von Demetrios dem Ersten, dem letzten König von Nogo. Hat etwa daher das Spiel seinen Namen? Lustig. Ich könnte schwören, ich habe diesen Namen schon mal gehört. Ja, ich auch. Demetrios klingt lächerlich. Wenn ich eines Tages König werde, sollen sie mich Björn den Ersten nennen. Moment, nein, das klingt auch lächerlich. Oh, sei doch nicht immer so grob zu dir. Okay, also Totenkopf hier. Ziemlich süß, ich hätte gern so einen zu Hause. Ja, ey, das wäre auch so ein Ding. Irgendwie am besten, man ist kurz auf, also man ist im Urlaub, ne, und man soll vielleicht für seinen Kollegen auf die Wohnung aufpassen. Dann stellt man dem so ein Ding irgendwie so hinter die Tür, dann fällt er doch direkt tot um, wenn er das sieht. Der würde sie gut in dem Sarg neben meinem Schlafzimmer machen. Ja, ich würde mir in die Hose scheißen vor Angst, ehrlich gesagt. Einheimische Figur im antiken Nogo. Es war wohl nicht einfach, jeden Tag ein Nest auf dem Kopf zu tragen. Ach, ja, genau, mit so einem Ausguck für Vögel. Ja, was, wenn die Vögel kacken mussten? Ja, dann haben sie vielleicht so einen Nachttopf genommen. Kann ja sein. Okay, was haben wir hier? Museum. Das Museum. Das Museum wurde 1969 erbaut mit finanzieller Unterstützung einer reichen Regierung,
die in der Nogo-Wüste eine nachgestellte Mondlandung filmte. Wer war denn das? Na? Die meisten Exponate stammen aus der Ausgrabungsstätte in Nogo. Sie wurden von Ausgrabungsteams geborgen und konnten eingesammelt werden. Unter den unglaublich archäologischen Funden befanden sich hunderte leere Bier-, Wein- und Champagnerflaschen. Der Ursprung dieser sonderbaren Gegenstände ist unbekannt. Ja, wo kommen die denn bitte her? Sind die dumm? Ich weiß, dass ich in einem Museum bin. Das muss man mir nicht erklären. Ja, wo kamen denn diese ganzen Bier- und Weinflaschen her? Ne? Das ist eine antike Ausgrabung anscheinend. Ja, bis zum heutigen Tag wurde nur eine Ausgrabung in Nogo geleitet. Sie wurde vom berühmten Archäologen, wie war sein Name? Ja, wie war sein Name? Vielleicht war es Schornstein, vielleicht aber auch Philharmonie. Kann beides sein. Sind die Brüder von wie war sein Name, sind Philharmonie und Schornstein. Zwischen 1948 und 1948 geführt. Boah, die genauen Daten sind noch immer unbekannt. Die haben richtig lange hier gegraben anscheinend. Ja, die Ausgrabung musste plötzlich gestoppt werden, als ein furchtbarer Fluch alle Teammitglieder befiel. Alle hatten bei den Ausgrabungen Geld verloren und sie wurden aggressiv, depressiv und schwindlig. Das Rätsel wurde nie gelöst. Ah, das ist ja sehr interessant hier. Ja, die Bilder meine ich. Ich habe es satt, die Texte zu lesen. Ja. Okay, da in dem Loch, da waren wir schon mal drin. Da sind wir schon mal verreckt. Okay, was war denn noch hier? Dimitrios, eine schöne Quizmaschine, weil hier Kinder gewinnen den freien Eintritt. Ja, wir sind doch mal 1A ein Kind. Bist du bereit? 3, 2, 1. Was ist die Hauptstadt von Nogo? Do not come, go away oder Nogo? Wie viele Hotels gibt es in Nogo? Natürlich 42. Wie lautet der Name des Bazarhändlers? Das müsste Big sein. Wann wurden die Ausgrabungen unternommen? Zwischen 48 und 48. Was ist der Name des Maskottchenfisches im Laden? Ich glaube Katzenwelt. Welche Farbe hat... Was soll das? Komm schon. Die Krone von Dimitrios. Scheiße. Eine furchtbare. Dein Ergebnis lautet 6. Wow, was ist passiert? Ich glaube, ich habe gewonnen. Und dann ist die Maschine explodiert. Aber ich habe doch kein Ticket bekommen. Moment. Das ist okay. Der Türenmechanismus ist auch in die Luft geflogen. Sieht aus, als könnte ich durchgehen. Egal. Dann haben wir es ja geschafft. Okay. Ja, dann gehen wir mal rein. Ja, hier lang oder da lang, ne? Da müssen wir uns auch gleich mal entscheiden. Ja, wir sind wieder da, wo wir sehr, sehr viel lesen müssen. Oder sehr, sehr viel lesen können. Hier, Heldentat 1. Das Geschenk. Vor 100 von Jahren starb der letzte König von Nogo ohne Nachkommen. Der letzte Wunsch des Königs war, dass die Krone auf jemanden übergehen sollte, der sie tragen konnte. Viele probierten die Krone an, aber da zahlreiche Könige sie über die Jahre getragen hatten, war die Krone so ausgeleiert, dass sie keinem passte. Eines Tages probierte ein junger Mann namens Dimitrios sein Glück und die Krone passte wie angegossen auf seinen riesigen Kopf. Dimitrios wurde König, lang lebe der König. Lass uns unseren guten König preisen, der ein Geschenk der Götter ist. Ja, was für ein Haufen Idioten. Sie hätten die Krone mit einem Streifen Zeichenpapier polstern sollen. Problem gelöst, ich hätte König sein sollen. Okay, mehr sagt er dazu nicht. Ja, wirklich eine wunderschöne Krone. Seltsame Mumie, das ist doch wieder ein Dimitrios. Die Leiche von König Dimitrios wurde nie gefunden, aber eine Pfefferkuchen-Nachbildung wurde im Sarg sichergestellt. Ja. Schmackofatz, würde ich mal sagen, oder? Laut dem Team, das ihn ausgestellt hat, darf der Pfefferkuchenmann noch sehr gut. Oder war der Pfefferkuchenmann noch sehr gut? Um es zu beweisen, haben sie Teile davon gegessen. Ja, sieht man da und da und da. Auch schön. Beißen die einfach Sachen da rein, ne? Ja.
Unschiele wäre ich verloren, ja. Boah, da wüsste ich gar nicht. Entweder hier lang. Ich wüsste nicht, ob man da lang muss oder hier lang. Sag mal hier, Heldentat Nummer 2. Das Vergeben. Eines Tages wurde König Demetrios vom Herrscher eines anderen Landes besucht, der farbenblind war. Es war Tradition, dem Gast bei seiner Abreise ein Geschenk zu überreichen. Das Königreich war nicht reich, aber der König Demetrios war gerissen. Er schlug seinem Gast ein Spiel vor. Er sollte aus 10 Juwelen 1 aussuchen. 9 waren rot, 1. Das einzig wertvolle war grün. Er dachte, es bestünde nur eine Chance von 1 zu 10, dass er das unbezahlbare grüne Juwel wählen würde. König Demetrios war sehr überrascht, als sein Gast alle 10 Juwelen nahm und so schnell er konnte davonrannte. Er wurde nie wieder gesehen. Ja. Lasst uns unseren guten König preisen, der mit Größe verlieren kann. Ich verstehe es nicht. Er hätte nur die grüne wählen müssen. Was ist daran so schwer? Das, ja, der Idiot, ne? So dumm zum Farben sehen. Okay, was haben wir hier noch? Ein Totem. Cooles Schweinchen-Totem. Das muss eine Art antikes Kinderspielzeug sein. Sieht aus, als wäre der untere Teil ein primitiver Comic. Jetzt bin ich fast verleitet, das Glas einzuschlagen, um ihn zu lesen. Fast. Schade. Ich dachte, der haut da jetzt rein. Okay. Na gut, schade. Heldentat 3. Das Teilen. Zwei Bauern stritten sich um ein Schwein. Es ist meins, sagte der Erste. Nein, meins, sagte der Zweite. König Demetrios fällte das Urteil. Er zog sein Schwert und verkündete, dass er das Tier zwei teilen würde. Meine Fresse. Nein, schrie einer der Bauern und bewies so, dass das Schwein ihm gehörte. Aber der König hatte Hunger auf Wurst und zerschnitt das Tier trotzdem. Sie teilten sich das Fleisch und feierten zusammen ein Festmahl. Ja, lasst uns unseren guten König preisen, der das Teilen kennt. Ja, ungefähr so lief das ja auch mit dieser Bibelgeschichte, wo die das Kind geteilt haben. Ähnlich. Ungefähr. Leichte Abzüge hier und da, aber an sich passt es. Erscheint mir logisch. Ich würde dasselbe tun. Wer konnte schon einem guten Würstchen widerstehen? Ja, das ist natürlich recht. Wer kann das? Hier ist eine Vase. Eine langweilige Vase, genau wie die anderen 100 hier. Aber die hat auch so eine kleine Arschbacken. Seht ihr das da? Diese Vase wurde irgendwo gefunden. Das Geschriebene darauf ist ziemlich groß. Daher muss es wichtig sein. So beschrifte ich meine Antiquitäten auch. Gut. Oh, hier ist ein Schrobkasten. Ja, also ich mache den Schrobkasten mit bloßen Händen auf und dann... Moment. Habe ich noch nicht genug dumme Dinge für heute getan? Nein. Irgendwie gefällt mir der Totenkopf darauf nicht. Man hat ihn bestimmt, gewiss aus einem bestimmten Grund darauf gemacht. Nicht nur, weil wir in einem Museum sind. Das kann dir doch aber egal sein. Achso, ja, okay, bla bla bla. Dreh den mal auf. Ja, der Schraubendreher passt. Für gewöhnlich brauche ich keinen Grund, um Dummheiten zu machen, aber ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ey, lass mich nicht im Stich. Du Sack. Na gut, vielleicht müssen wir es erst noch rausfinden, warum. Ne, ist eine Statue. Ey, die haben wir doch auch. Kann nicht sein. Diese Statue. Sie ist abscheulich. Git. Ja. Wenn ich sie mir so ansehe, habe ich ein seltsames. Wie sagt man noch gleich? Ach ja. Déjà-vu. Oh, ein Déjà-vu. Hier ist Heldentat Nummer 4. Die Expedition. Einmal wurde der König Demetrios in seinem Königreich langweilig und er beschloss, auf ein Abenteuer zu gehen. Er ging allein, ohne es jemandem zu sagen. Er reiste sehr weit, bis zum Rande von Nogo, wo er noch nie zuvor war. Plötzlich ereignete sich vor ihm ein Seltsames. Ein großer Teller erschien am Himmel, aus dem grüne Wesen herabstiegen. Sie hatten sehr große Köpfe, noch größer als seiner, und waren dünn. Der König staunte. Doch die Wesen verschwanden von einem Augenblick auf den anderen. Es blieb nur eine seltsame Maschine im Gras zurück. König Demetrios nahm sie sich. Um den Rest dieser Geschichte zu erfahren, fragt nach unseren geführten Touren. Nur 200 Nogianer. Langweilig. Deswegen mag ich keine Museen. Na, langweilig. Interessant. Interessant, findest du nicht?
Ehrlich gesagt klingt das für mich nach einem Haufen Müll. Sagen Sie, wissen Sie, wo ich diesen gottverdammten Archäologen finden kann? Das bin ich. Ich bin Roger, der Museumsarchäologe. Oh. Warum haben Sie so lange gebraucht, Herr Thurman? Ich habe gestern den ganzen Tag auf Sie gewartet. Ich habe sogar explizit darum gebeten, das Museum zu schließen, damit wir privat reden können. Jetzt bin ich ja hier. Und wo ist die Blitztafel? Zeigen Sie sie mir. Ja, ich kann nicht. Ich habe sie im Hotel gelassen. Was? Sind Sie wahnsinnig? Jeder könnte sie stehlen. Keine Sorge, sie ist gut unter meinem Kissen versteckt. Sie scheinen den Ernst dieser Situation nicht zu begreifen. Was meinen Sie? Hören Sie mir genau zu. Ich werde Ihnen alles erzählen, was ich weiß. Aber zuerst müssen Sie versprechen, es geheim zu halten. Ja, natürlich. Ja, wie auch immer. Na, dann hau mal raus, die Geschichte. Vor tausenden von Jahren wurde Nogo von seinem letzten Monarchen regiert, dem König Demetrios. Er wurde von seinem Volk tief verehrt, obwohl er im Herzen ein Kind war. Eines Tages, nachdem er ein paar Jahre regiert hatte, wurde ihm langweilig. Genau wie mir. Kommen Sie endlich zum Punkt. Ich bin nicht wegen einer langweiligen Geschichte hergekommen. Hören Sie doch zu. Eines Tages beschloss er, allein auf ein Abenteuer zu gehen, okay? Auf seiner Solo-Expedition fand er, oder genauer gesagt stahl er, eine seltsame Maschine, okay? Laut den Aufzeichnungen, die wir gefunden haben, konnte diese Maschine alles erschaffen, was man wollte. Sogar eine richtig dicke Tüte. Alles? Ja, absolut alles. Hab ich doch gerade gesagt, du Spacko. Ticker 3D-Drucker? Was glauben Sie, was der König damit gemacht hat? Ich weiß. Er hat tote Menschen wiederbelebt. Und tote Katzen. Nein, er hat natürlich Reichtümer erschaffen. Tonnenweise Diamanten, Goldbarren, Münzen und so ein Kram. Um all das zu lagern und vor Eindringlingen zu schützen, hat er die Maschine benutzt und sofort einen Tempel gebaut. Verstehst du das? Da, so hat er den gemacht. Das war so die Zeichnung. Ne, damit man nicht weiß, dass der in Nogo steht, steht da halt Go Away. Ja, und weil der König auch gerne Schnecken mag, hat er sich auch eine Schnecke dahin gemalt. Ja, genau wie so ein Koala-Bären. Ja, und weil der auch so gut oder so gerne Äpfel gegessen hat, ja, und auch das Einzige war, was der noch so malen konnte, ja, hat er halt noch einen Apfel dahin gemalt. Okay, verstehst du das? Eine Schnecke? Die einzige Reproduktion, die wir vom Tempel gefunden haben, war in einem antiken Kindermalbuch. Er hat nur sehr kurze Zeit in dem Tempel gelebt, vielleicht ein oder zwei Tage, bis ihn jemand angegriffen hat, um an den Schatz und die Maschine zu kommen? Nein, er hat niemanden davon erzählt. Er war allein und er spürte, dass er niemanden vertrauen konnte. Nach einer sehr kurzen Weile im Tempel, na, da wurde ihm langweilig, mal wieder. Ihm wurde klar, dass ihm seine Besitztümer nichts bedeuteten. Sie brachten ihm keine Freude oder Liebe. Ja, sie machten ihn halt nicht besser. Verstehst du das? Und er hatte kein Verlangen nach Macht oder Ländereien und so. Er war allein, halt umgeben von Geld, das er nicht verwenden konnte, ja, und ohne etwas zu essen, der Depp, ey. Das sind meine Vermutungen natürlich, nur in den Aufzeichnungen steht nur, dass er halt Langeweile hatte, ja. Also beschloss er natürlich den Ort dann auch zu verlassen, ne, und seine Reichtümer halt zurückzulassen, so, ne. Ernsthaft? Was für ein Idiot. Naja, der König liebt es allerdings, ne, Spiele zu spielen halt, ne. Also beschloss er halt, ne, den Tempel zu begraben. Aber bevor er das tat, ne, erschuf er 5 Hühnerstatuen, ne, und 5 Tafeln. Naja, er verteilte die dann halt in ganz Nogo, ne. Wer alle 5 besäße, ne, der könnte dann halt den Aufenthaltsort des Tempels halt bestimmen, so, ne, weißt du, wie eine Karte.
Aber der König, ne, der bestieg wieder seinen echten Thron und verkündete den allen halt sein Spiel, ne? Also so die Spielregeln klar gemacht, verstehst du das? Obwohl er der König war, ne, suchten sehr wenige Leute nach den Tafeln halt. Naja, sein Volk war halt einfach mit Alltagsdingen beschäftigt, ne, und die meisten, die glaubten halt dem König auch nicht, ne? Ja. Woher wissen wir, dass die Geschichte wahr ist? Naja, in den Aufzeichnungen, ne, da wird von Hühnerstatuen berichtet, die zu einem Tempel führen halt, ne? Die Statuen und die Tafeln existieren also wirklich, ne? Also man kann sicherlich annehmen, dass der Rest natürlich dann auch wahr ist, ne? Ja. Ja, und wie ist in diesem wunderbaren Gespräch zwischen Björntonen und dem Roger, ne, wie es zwischen den beiden weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Demetrios. Richtig geil mit Cliffhanger. vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Demetrios. Ne? Bis dahin, auf Wiedersehen.